Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im Trainingscamp. Wir haben die zweite Challenge dieser Woche zu spielen. Und zwar gegen die Pittsburgh Steelers. Wir liegen mit 2 Punkten hinten im vierten Quarter. Sollen das Spiel noch drehen und kommen wieder zurück. Und auch gegen die Steelers machen wir das doch gerne. Hier haben wir auch schon mal im letzten Super Bowl-Sieg meiner Cowboys haben wir die Steelers ja besiegt. Das ist schon lange, lange her. Das war irgendwann Mitte der 90er, glaube ich. Ist schon eine Ecke her. Ja, bei den Steelers, glaube ich, der ganz, ganz große Umbruch steht da an. Le'Veon Bell weg, dann Antonio Brown weg. Klar, sie haben immer noch Ben Roethlisberger, wobei man da mittlerweile nicht weiß, ob das noch eine Last oder wirklich einen Mehrwert für die Franchise darstellt. Das ist schon sehr, sehr komisch. Juju Smith-Schuster, Connor kann da in die Lücken hineingehen. Aber ich glaube, bei den Steelers, das wird eine ganz miese Saison und ich rechne auch damit, dass das die letzte Saison von Coach Tomlin in Pittsburgh werden wird, weil den Neuanfang werden sie nicht mit Mike Tomlin gehen. Vorspann. Im Heinz Field, Jalen Smith, Ryan Shazier, Keyshawn Johnson müssen antreten gegen die Pittsburgh Steelers. Antonio Brown, David DeCastro, James Conner. Schön, dass Antonio Brown hier noch den Steelers zugeordnet wird. Dürften Steelers-Fans auch nicht allzu gerne sehen. So, dann schauen wir uns nochmal an, was wir hier haben. Die Steelers haben den Ball, liegen ja mit zwei, nein, die liegen mit 2 Punkten vorne und die haben den Ball? What? Okay, an der eigenen 35-Yard-Linie. Wir haben nur noch 1,50 zu spielen. Wir haben keine Auszeiten mehr. Freunde, was ist denn das hier für eine Konstellation? Oh Leute, wir haben den Ball. Ich war gerade schon schimpfen, was ist denn hier los? Mein Gott, Herzschlag wieder. Ich habe den Spielzug, habe ich dann gesehen, dass wir im Ballbesitz sind. Alles wird gut, alles ist gut. Gut, 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 gut. So, Cooper an der Line of Scrimmage gedeckt. Terrell Owens genauso. Wir schauen mal, wie sich die beiden Safeties verhalten. Beide Safeties ziehen nach außen. Das bedeutet, dass in der Mitte natürlich eine Riesenlücke ist für Shannon Sharp. Und der bringt den Ball gleich mal bis an die 33-Yard-Linie. Wir sind mit einem Spielzug, also in Field Goal Range. Wir können jetzt natürlich die ganze Sache deutlich entspannter angehen lassen. Ich dachte gerade echt, aber wir wären mit unserer Defense auf dem Feld. Wie übel das gewesen wäre. Wir attackieren die Mitte mit Shannon Sharp. Da ist aber alles gut gedeckt. Dann nimmt Prescott mal die Beine unter Land, läuft selbst, kommt bis an die 20-Yard-Linie. Wir sind also an der Red Zone. Nehmen den Dick and Go. So, wir attackieren die Mitte mit Sharp und mit Eddie George. Ich schau mal, was Amari Cooper und der Cornerback links außen machen. Ja, die machen nichts Tolles. Wir gehen auf Eddie George in der Mitte, denn der ist da Mutterseelenallein. Untouched. In die Endzone. Das ging leicht. So, der PET ist unterwegs. Der sieht gut aus. Wir haben ein 37 zu 32, also eine 5-Punkte-Führung. 59 Sekunden vor dem Ende. Kick ist unterwegs. Geht bis weit in die Endzone des Steelers. Da werden wir gar keinen Fall in Return sind. Vor allen Dingen, weil der Returner schon mit dem Fuß im Aus war. Touchback. Erster und 10. An der 25-Yard-Linie für Big Ben. Ja, der angeblich der große Alleinherrscher in Pittsburgh ist. Das soll ja auch mit der Grund gewesen sein, warum Le'Veon Bell und Antonio Brown das Team verlassen haben. Wunderbarer Hit. Das ist ein zweiter Versuch und 4 von der 31-Yard-Linie. Die Steelers stellen sich auf, um den Ball zu spiken und wollen die Uhr anhalten. Das tun sie. Uhr stoppt bei 45 Sekunden, aber sie verlieren auch einen Down. Heißt 3. und 4 für die Steelers. Viel Zeit für Roethlisberger und incomplete. Überworfen. Waltz war aber auch da, hatte sogar noch die bessere Position zum Ball. Jetzt ist es ein 4. und 4 von der eigenen 31-Yard-Linie. Also die Steelers brauchen unbedingt ein First Down, um hier noch im Game zu bleiben. Das gibt nichts, denn das ist ein Sack. Sean Lee kommt durch, bringt Roethlisberger zu Boden. Turnover on Downs.
Erster und 10 an der 22-Yard-Linie der Steelers für meine Cowboys. Wir haben noch 36 Sekunden auf der Uhr. Beide Teams haben ja keine Auszeiten mehr. Das heißt, wir geben jetzt Eddie George den Ball in die Hand, laufen durch die Mitte, wünschen viel Erfolg und schöne Grüße. Neues First Down an der 10-Yard-Linie. So, die Uhr läuft hier ja die ganze Zeit bedächtig weiter runter. Laufen jetzt gleich schon die letzten 20 Sekunden im Game. Eddie George läuft über die Mitte. Wieder eine Riesenlücke. Da ist nur noch ein Safety und der kann einem leid tun. Denn den wämst Eddie George mal eben kurz weg. Touchdown Cowboys. Und das ist natürlich 17 Sekunden vor dem Ende die Entscheidung. 44 zu 32. Also eine 12-Punkte-Führung. Das holt kein Footballteam der Welt so mal eben schnell auf. Was nicht heißt, dass es unmöglich wäre, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr gering. Wir sehen noch einmal einen Kneel Down, einen Touchdown und einen Touchback. Ein 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die Steelers. Wir gehen in die Man Up 3 Deep Defense Aufstellung, das heißt Hail Mary Time bei Pittsburgh. Ich meine, wenn einer das kann, auch dann gehört Big Ben dazu, zu diesen Quarterbacks, die den Arm dafür haben, so zu werfen. Allerdings sollte er versuchen, seine Mitspieler anzuwerfen und nicht ein Cowboy. Deion Sanders mit der Interception. 1. und 10 an der Mittellinie, 12 Sekunden noch auf der Uhr. Kann also gut sein, dass wir hier jetzt gleich schon den letzten Spielzug im Match sehen. Wir laufen nochmal mit Eddie George über die linke Außenseite. In Bounce bleiben ist wichtig, damit die Uhr weiterläuft. Das gelingt. Die Sekunden tickern hier runter. Da wird es keinen weiteren Snap mehr geben. Das Spiel ist aus. Wir schlagen die Pittsburgh Steelers also mit 44 zu 32. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.